Hallo und herzlich willkommen zu Banished, und zwar mit mir. Ich drücke auf New. Wie wollen wir denn unsere Stadt nennen? Ja, weiß nicht, was hört sich denn mittelalterlich an? Berchtesgaden. Okay. Nein. Bloß nicht. Ehedorf. Okay. Wir wohnen in Ehedorf. Dann mache ich noch 1, 2, 3. Was für große Flüsse sind doch eigentlich nicht, aber Berge sind auch schön, ne? Ja, Berge kann man nicht wirklich bauen, Flüsse auch nicht, wir brauchen ja viel zu bauen. Wir müssen ja so viel laufen. Bleiben wir doch einfach so, wie es jetzt ist, oder nicht? Klima ist fair. Du darfst es. Und auch, wenn man alles abbrennen kann und so. Ja, ich meine, das kann ja passieren, wir wollen es ja realistisch halten. Die Größe des Tumors? Achso. Huge! Wir nehmen huge. Starting Conditions. Medium lassen wir. Ja. Und okay. Ab. Zu Ehedor. Naja, noch ist es bestimmt kein Ehedor, oder? Nee. Du fängst da eine Busche mieten an und musst aufbauen. Ja. Alles klar. Das hört sich doch schön an. Nachdem wir gerade Outlast gespielt haben, hört sich doch das ganz schön an. Ja, das braucht mein Herz auch gerade zur Beruhigung. La 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 la. Oh! Ich find's lustig, dass es so ein Mittelalter-Spiel ist und die alle so eine Klamotten an haben. Die sind leider alle obdachlos. Okay. Es ist sehr hübsch hier. So, wir müssen uns mal die Map angucken. Das ist viel Platz zum Bauen. Was? Boah, hier ist voll schön, noch eine Insel mehr oder weniger. Ja, das ist eine Halbinsel, ne? Kann man das Brücken rüber bauen über das Wasser? Ja. Super geil. So, wir müssen erstmal mit Häusern anfangen. Häuser müssten, denke ich, erstmal reichen. Dafür brauche ich Holz. Ja, warte. Den brauche ich. Den brauche ich. So, wir haben 10 Labor und nochmal 2 Bilder. Und erstmal brauchen wir wohl nicht mehr, ne? Das war hier vorne, oder? Oh, und der Fette. Ja. Wir wollen ja erstmal nicht zu groß werden. Wir wollen ja auch was ein bisschen Elend einbringen. Was wollen wir anpflanzen? Ja, weiß ich nicht, ne? Immer mal. Thank you.
Romalia ist ein Kind gewesen und wurde jetzt zum Erwachsenen und arbeitet als Laborer, als Abbauer. Ist ja so ein Typ. Ich weiß nicht. Oh, einige sind noch Homeless. Wir haben noch kein Zuhause. Naja, ich bin ja auch noch nicht alle. Also, Mira. Also Mira ist schon da. Ja. Es ist früher, Spring ist Frühling. Es ist Anfang. Ist da jetzt schon mal was angepflanzt? Ja, wir sind da. Ach, das ist ja, das ist. Das ist schön, dass da nichts ist. Super. Das ist besser als Auslass gerade. Ich weiß nicht, ob wir genug Holz hier haben, um die Brücken zu bauen, ne? Dann würde ich, bevor ich hier jetzt jede Menge. Oh, wir haben. Wir haben genug Holz. Sonst hätte ich gesagt, bevor man jetzt jede Menge. Oder weiß ich was raus, würde ich halt erstmal eine gute Festland bauen. Wenn ich alles dran habe. Wir brauchen, muss ich direkt loslegen hier. Mutkarte, brauchen wir 5 Winter. Ich sage mal hier was. So. Nächstes brauchen wir ein Bee. Dann müssen die beiden schon. Wenn die wirklich noch weit laufen können, müssen wir. Das muss erstmal reichen. Da muss auch erstmal alles gebaut werden, der ganze Weg. Ja, schon innerhalb von 9 Minuten. Okay. Innerhalb von 9 Minuten so die halbe Insel hier, weißt du, die halbe Halbinsel hier beim Gelkon versetzt. Menschen. 81% war auch. Nee, wir brauchen ihn nämlich gar nicht. Mutkappe. Das ist natürlich jetzt nicht das spannendste Let's Play. Wer Verfolgungsjagden sehen möchte, wer von einem Doktor die Dinge abwischen möchte und sonst was und von dicken Menschen im Camping verfolgt werden möchte, kann natürlich gerne auch das gucken.
oder man guckt Layers of Fear, wo man von Babys und Puppen und so verfolgt wird und so. Wenn euch das lieber ist. Die Punkte machen. Vielleicht kommt es auch hier vor, vielleicht habe ich das in einem dicken Auto, dass es hier vorkommen wird. Ein Bandage sind 30 Minuten voll. So, 30 Minuten voll. Also ist wahrscheinlich Home Sweet Home dann auch schon draußen. Wenn das hier hochgeladen wird. Ist auch sehr, sehr spannend. Vielleicht werde ich morgen ja Home Sweet Home gleich hochgeladen. Oder heute Nacht noch. Oder die neue Auslassfolge. Mal sehen. Wir haben sehr viel zu aufbauen. Ich habe auch noch über 40 Folgen Assassin's Creed. Und die ganzen anderen Sachen, die wir jetzt gezockt haben, die letzten zwei Tage. Ja. Das waren schon viele. Oh, wie schön. Paprika. Pepper, Paprika, Pepper ist. Pepper. Paprika. Füllt auf jeden Fall so aus wie eine Paprika. Aber Pepper ist auch ehrlich Pfeffer, oder nicht? Oder ist? Auch ganz cool an. Ich bin gerade Englisch nicht so verstanden. Ich habe lange keine Schule mehr gehabt. Wie wahrscheinlich jeder von euch. Ich bin seit fast 2 Jahren raus. Ich habe auch lange keine Schule mehr gehabt. Ach, sieht das schön hier aus. Das macht mir Oh, scheiße, ich hab vergessen. Ein Notkratzer. Und Turbulus ist, glaube ich, falsch. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Turbulus falsch ist. Was wir brauchen, ist eigentlich ein Gatherer. Ein Gatherer. Gatherer. Gatherer hätten wir gebraucht. Schon Weg hin, ist immer super. So, jetzt ein paar Leute werden die jetzt da abbauen, kriegen die auch noch so ein Häuschen da gezimmert, ne? Baut momentan keine. Finde ich gar nicht gut. Nee, irgendwie ist hier gerade was falsch. Warum baut oh, ich glaube, wir brauchen sogar noch mehr Häuser. Weil die wollen ja auch sich lieb haben, wenn du verstehst. Das reicht doch erstmal. Ja, aber die. Die zwei, die noch kommen. Das dauert länger, wenn mehr Leute in einem Haus sind. Also wenn jetzt irgendwie hier, guck mal, hier 5 Leute drin hast, dann haben die nicht wirklich Bock, die Dingsen, wenn da noch 3 Kinder oder so zum Beispiel mit drin sind. Ja, wenn das von mir hoch mit den Kindern ist. Freund, ist hier überall noch. Hier ist doch überall noch voll viel Platz. Ja, ich weiß auch nicht. Da kommen ja auch noch 2 Häuser. Vielleicht hatten die halt einfach keinen Bock auf Wohnungen. Achso, nee, das ist glaube ich nur, die sind nicht weiß, sind auch nicht freigeschaltet. Achso. Glaube ich. Glaube ich nicht. Jetzt baut da auch endlich mal die bauen den Weg. Schön, weil ich den Weg als erstes bedient habe. Und jetzt gebaut habe, glaube ich. Schön, dass die jetzt eine Stunde den Weg anlegen, deswegen die Leute wollen alle irgendwo rein und haben kein Haus. Die Hälfte ist ja noch heimatlos, die brauchen noch 100% nicht mehr Häuser. Bald haben sie alles abgeräumt, jetzt können sie unten abräumen. Pass doch hier da noch so hin. Ja, mal. Vielleicht brauchen sie Essen. Dafür müssen wir Prioritäten. Erstmal Essen. Weil Essen haben wir noch. Was stimmt, was richtig ist. Wir haben zwar nicht genug Leute, aber wir machen das schon. Ja, guck mal, da rechts haben wir noch viele von diesen Wildtier-Dingern. Da ist die Herde. Die wohnen hier. Kann man die nicht essen? Ich glaube, die haben keinen Bock hier zu wohnen. Jetzt wohnen sie nicht mehr hier. Okay. Wir haben gesehen, alles klar, die kommen nicht an, wir wollen nicht mehr. Und hier, die holzen das halt das Ding hier ab, jetzt verschwinden hier. Ja, das wäre ja schon irgendwie total geil, dann auf dem Berg jetzt hier so richtig
mit der Frucht bastelt. Die haben sich gerade umgesiedelt. Alles klar, das ist eigentlich nicht gut. Hier bauen wir später noch irgendwas hin. Ja. Alles klar, wir sind rein. Kinder. Meine Weg ist ja schon fast beinahe fertig. Es ist nur das, was fertig ist. Das hier fehlt noch. Das hier überall fehlt noch. Das hier fehlt noch. Ne, die werden schon schaffen. Ich meine, die stehen ja auch nur rum hier. Ach, weil sie fertig sind. Abbauen. Nee. Einige machen das einfach nicht. Wir haben vier Farmer und ein einziger arbeitet nur. Bei diesem das Feld einfach zu klein. Ach, siehst du das doch? Warum hast du den Weg dahin gemacht? Man hätte doch das Feld einfach noch vergrößern können. Total. Dann bauen wir ein zweites Feld und dann wird noch mal was anderes draufgestellt. Ja, wir brauchen sowieso mehrere Felder irgendwann. Da haben wir auch noch. Schön, dass jetzt die zwei an derselben Stelle rumkloppen jetzt. Guck mal, die bringt schon mal hier Sachen mit, Leute. Für die Häuser. Was ist Amen? Die legen die Sachen dahin, du hast es gleich gebaut. Was ist denn los? Dann müssen wir nur draufklopfen. Der ist halt den Grundstein schon mal gelegt für den Baum. Und brauchen bald ein neues. Ich mach mal alles. Das muss halt, glaube ich, nicht gebaut werden. Das ist. Ja. So. Haben wir noch einen Stockpile. Schon recht schön. Und ist das genug? Ruhige Atmosphäre. Ja, es ist angenehm und ich finde, es ist schon mal ein kleines Mini-Dörfchen. Ein hübsches kleines. Ich würde da wohnen. Aber denn hier, in dem Haus. Die Zentrale, mehr oder weniger. Oder hier. Aber da ist er nicht so groß zum Arbeiten. Ich bin irgendwo mich weiter weg an den Fluss absetzen, wo ich alleine bin. Am anderen Ende des Berges oder so. Warte mal, wie groß ist die Karte? Bitte. So groß ist die Karte. Und das in alle Richtungen. Wir können eine riesen Stadt bauen, oder? Das weißt du. Wir können also, mehrere Städte bauen. Um das mal ein bisschen zu erklären, wir haben ein paar Mods reingehauen, dass wir ein größeres Land haben. Und wir haben Huge ausgewählt. Naja, und jetzt haben wir in alle Richtungen sehr, sehr, sehr viel Platz. Dann kann man doch mehrere Dörfer bauen, ist doch gut. Und fertig mit fast allen. Die letzten drei Heimatlosen werden jetzt ihr Haus kriegen. Und wir müssen noch mal von vorne anfangen, weil dann das Audio doof war. Dann ist es so, dann gucken die Leute sich einfach ohne uns zu verstehen an, wie wir hübsche kleine Häuser bauen. Hey, guck mal, man kann Paprikas sehen, wenn man dich da ranbringt. Oh. Was war das? Ich hab nen, also. Komm, Papi, was? Keine Ahnung. Was ist da passiert? Ich mach mal ganz kurz Pause. Oder? Ja. Ja, geht weiter. Da sind wir wieder. Keine Ahnung, was das war.
Auf jeden Fall ist hier unten jetzt alles, weil die Karzweiße da ist. Jetzt nicht mehr. Ja, so kann man das regeln, ne? Super. Wir haben immer noch Obdachlose, obwohl wir in diesem Haus wohnt jetzt nur einer. Jetzt haben die auch noch Ansprüche. Super. Oh, Food is low, steht da. Ja, das ist ja auch noch nicht fertig, das Feld, ne? Wie soll man die Fische fertig hauen? Die ganzen Rentiere kommen noch wieder, schick doch mal jemanden, die auf dem Ochsen. Man muss auch erstmal bauen, dann haben die gar keine Leute hier. Na klar. So. Wir brauchen erstmal... Die machen schon. Ich weiß nicht, wieso man nicht näher ranzoomen kann. Ich dachte mal, das geht. Wir gucken mal zwischen die Frauen auf so einem Mod. Ja. Ich würde nämlich gerne ganz reinzoomen und rumlaufen. So wie bei City Skyline, was wir in den Screen gespielt haben. Das ist ja nicht irgendwie was das Spiel vereinfacht. Also wir haben jetzt nicht irgendwie... Was ist mehr Stein pro Baum, wo Stein geht, oder mehr Holz pro Baum, oder mehr Eisen pro Eisenohr? Nein, das vereinfacht das Spiel gar nicht. Ja gut, das sind Sachen, die hätten... Ja, da kann man sich schon immer aufregen, aber... Weil es gibt Spiele so Skyrim oder so, da findet man okay, wenn da Mods mit bei sind, da findet man das toll, weil es spielerweise die Mods sind, aber hier will man es nicht drehen, das ist egal. Naja, aber hier ist ja in dem Moment auch einfach so, wir wollen ja einfach nur was Schönes aufbauen, ein schönes Dorf machen. Also wir haben auf jeden Fall, wir haben einen Mod, dass wir ein größeres Land haben, und wir haben einen Mod gemacht, dass wir pro Baum zum Beispiel ein bisschen mehr Holz kriegen und sonst. Aber nicht wirklich auffällig. Ich habe ja privat schon gespielt und da lief es eigentlich genauso schnell. Obwohl beim Privat, der spielt halt nicht so schön aus. Ja, ich bin auch sehr stolz. Einfällt 80%. Oh. Oh, jetzt regnet es auch noch. Wir haben noch einen Ofen. Oh, das ist krank. Wahrscheinlich weil der draußen ist, die ganze Zeit beim Regen und so. Aber wieso zieht er denn nicht in das Haus mit ein? Weil es 10 ist? Oder er? Na gut, es sei denn hier, weil hier viele drin sind, dass dann jetzt 2 oder 3 davon rübergehen, ne? Das kann auch passieren. Das passiert immer random. Also wir haben auf jeden Fall... Achso, weil hier keine Arbeit. Ja, das müssen wir vielleicht mal einstellen, ne? Nach 2. Obwohl ich hier nichts im Gathern sehe. Außer einfach Pilze.
Ja, das ist eigentlich, die Gatherer sind eigentlich ganz gut, die nehmen eigentlich ganz viel, die nehmen so Wurzeln und so, bla, dass man einfach später... Kann man eine schöne Suppe draus machen. Oh! Auf dem Fischer! Zwei pro Haus eigentlich. Und bräuchten vier, und dann haben wir noch einen... Naja, egal. Nee, Quatsch, ist nicht mehr. Was ich glaube, ich bin grad. Jetzt ist es. Warte, sehr verwirrt. Ich bin ein verwirrter alter Mann. 100%! Wir sammeln ab. Es ist Sommer, wir könnten vielleicht noch ein zweites Mal pflanzen. Voll gut. Wir haben noch 220 Kartoffeln und mehr nicht. Das ist nicht viel. So, jetzt haben wir doch aber Paprika. Sollen wir gleich ankommen, oder? Wir haben hier 100. 200. Ein Körbchen kommt, glaube ich, noch. Machen wir mal so, oder? Ja. Machen wir von allen ein bisschen. Wir arbeiten nur zwei. Nur zwei. Okay. Ich glaube, wir checken gleich, was los ist. Ich glaube, man hört mich zwischendurch nicht, aber ist egal. Mich wahrscheinlich auch nicht. Erlaubt doch los. Ja! Alarm, eine Heimat! Wie schön! Jetzt kommt dann noch ein zweites Haus hin. Dann können sie sich alle ein bisschen verteilen. Ja, hoffentlich sind es nicht so viele Häuser, weil wenn nur eine in einem Haus lebt, kriegen die keine Kinder. Ja, aber hier lebt eine, da leben sechs oder so. Hier leben jetzt zwei. Na, siehst du. Hier sind vier. 4, 5, 2, 5. Ja, das wird ja wohl. Daran wird es doch dann nicht hart sein, oder was? Ja, das meistens sind Kinder. Ja, 2, 4, 9. 17, 15. Ja, gut, damals wurde es ja auch nur 50, 50. Ja, das war damals was mit 8 verheiratet und hast du, weil du deine Kinder gekriegt und dein Land regiert. Wir haben noch wenig Essen. Wir haben noch insgesamt 200 Essen. Weil wir haben nur einen Fisch. Wie viel essen die denn? Naja, die haben wir hier zum Beispiel. Die haben noch 200 Kartoffeln. Wir haben auch 77 Kartoffeln. Die 220 Kartoffeln, die haben alle noch, die haben es nur ins Haus geholt. Ja, sind also auch gut. Verhungern werden wir nicht. Also ich habe schon ein paar Mal privat gespielt, da bin ich schon oft verhungert. Du? Ja, nicht ich, also die Leute das Spiel. Je nachdem, manchmal bei Glück, manchmal nicht. Mir sieht es auch erstmal aus, als hätten wir Glück. Es gibt ja jetzt gleich einen Fisch, oder nicht? Ich sag's jetzt schon. Das doch. Wo läuft der denn hin? Da ist ein Weg. Der Weg ist noch nicht gebaut. Achso. Noch hell. Was bauen die denn gerade? Ja, wir sind am Weg bauen. Achso. Aber man sieht, die läuft irgendwo hin. Ja, die. Ach, das ist die Gatherer-Frau. Die Frau, die ist in Pilze gekommen. Die Pilze mit der Sense ab. Die hat sie, glaube ich, noch nur vorher in der Hand gehabt, weil die vorher Farmer war. Achso. Deswegen gehst du mit der Sense jetzt noch weiter und setzt Pilze ab. Oh. Die macht die ja richtig damit ab, mit der Sense. Egal.
große Pilze sind. Ja, guck mal, Pilze haben wir jetzt auch. Ja, guck mal, die macht ja auch. Mach ja zweimal und hat da zwei Körbe Pilze stehen. Wo wollen die denn mit dem Fisch hin? Das ist ja gerade drauf. Was hat die gebracht? 8 Heiko. 22 Maschinen. Da kommen ja noch. Die hat ja noch einen Korb da hinten in der Ecke stehen, glaube ich. Ja, die wohnt ja andauernd. Die sind ja überall in der Pilze eigentlich. Was ich mich vor kurzem was ich mich gefragt habe, gegangen. Was machen wir den Fisch? Ja, wo ist der Fisch? Hier. Ach, 13 aber nur. 17. Ach, siehst du, hier haben sich schon ein bisschen die Roots, die Wurzeln und so sind auch von der Kette der Frau. Ja, die haben doch alle was zu essen da jetzt. Ich meine, muss man überlegen, 220 Kartoffeln. Wie viele, wie lange muss die denn mit so 220 Kartoffeln sind? Das sind ja. Ein paar Kilo. 22 Kartoffeln ist doch nicht wirklich viel, da kommst du nicht ein ganzes Jahr mit aus. Ja, nicht ein ganzes Jahr. Ja, aber es geht ja hier darum, dass wir mit dem Essen, was wir haben, ein ganzes Jahr auskommen. Über den Winter können wir nichts anpflanzen. Aber ja. Einige Gebäude sind während des Winters ausgesetzt und wir können nicht arbeiten. Du kannst nicht auf die Jagd gehen im Winter. Denk mal schon. Ja, dann würde ich das vielleicht eventuell jetzt mal langsam in Angriff nehmen. So ja, aber wir haben nur ein paar Tiere. Das hat sich ja woanders hingewandert. Das lohnt sich hier nicht. Noch nicht. Lohnt sich wahrscheinlich erst, wenn wir nachher eine Brücke aus Festland gebaut haben und auf dem Festland das noch ein bisschen erweitern. Das hier ist ja, ja auch so Festland. Das ist auch alles Festland, aber. Das sind alles nur Inseln. Steht aus Inseln. Alles. Hier sind auch nirgendwo Tiere. Gerade im Paradies gelandet. Da sind Tiere. Einmal Tiere auf der ganzen Welt. Da. Noch mehr. Ja, da. Da. Ja, aber der Hand hat auch nur einen bestimmten Radius, ne? Einen kleinen. Da. Ja, aber kann man die nicht jetzt wieder zurück? Kann man die nicht züchten? Man doch, kann man, ja kann man. Tiere züchten, also so eine Farm mit Tieren ist das schon mal. Hier. Na, das ist klasse. Ich sehe kein Farm mehr am Boden. Nee, glaub ich hier gerade nicht. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr, was dann hat. Ich meine, mehr Amazon, ja. Jetzt arbeiten wir beiden Fischern 3. Okay, der Woodcutter ist fertig. Da hat erstmal genug Holz produziert, der ist Holzlimit voll. Alles klar, der bin erstmal relativ frei. Wir waren schon mal ein Feld. Nee, ist nicht sicher. Hier so? Ja. Machen wir 2. Vielleicht ein Fehler für den Anfang, aber egal. Ich weiß nicht, ob er das wieder wird, deshalb kann er das unsere ganze Erde jetzt wegfliegen, aber. Na,
wobei ich jetzt bei beiden meine Arbeit lasse. Ich glaube nicht, dass sie fertig werden müssen, wenn ich es will. Obwohl, ich glaube, es ist noch schlauer, die beiden Fischer ein paar mehr Leute arbeiten lassen. Ich lasse das noch nicht. Gar kein Farmer. Ja, wenn wir jetzt bis jetzt nicht, sag ich mal, auf kein Feld anbauen können und das nicht fertig kriegen, dann brauchen wir jetzt auch niemanden arbeiten lassen beim Farmen. Wir fangen ja nicht an, wie du siehst. Welche Jahreszeit haben wir es denn? Wie ist es denn? Wie sieht das denn raus? Ist schon Herbst. Ja, nee, dann kann man im Frühjahr wieder anfangen, die arbeiten zu lassen. Ja, wenn ihr früher wieder anfangt. Dann können sie ja alle drei Felder bestellen, das ist eigentlich ganz gut. Ein Boden, falls es brennen sollte. Ja, da würde ich gerne platzieren. Wie überall nachher gehen, wenn es nicht passiert. Wegmäßig, wenn ich nie hin. Wo sie schon hier ist. Was kann man denn machen? Forest. Der pflanzt Bäume und der Bäume. Wie du den Berg abgetragen hast auf einmal. Wir bauen den Brunnen. Sind aber langsam mit Holz und Stein und alles knapp, ne? Wir haben hier noch. Ich lass mal ein bisschen was abbauen. Was macht der dann da? Kannst du den upgraden oder was ist das Ding da? Der ist gerade in Pause, weil er kein Feuerholz mehr herstellen braucht, weil alle Feuerholz haben gerade. In Massen. Wir sind jetzt bei 50 Minuten, wollte ich nur mal gesagt haben. Oh. Okay. Das ist ein bisschen Überlänge. Alles klar. Das war's für die erste Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und tschüss.